Hi, ich bin Carsten Tada, Spieler der Bamberg Baskets und das sind 5 Dinge, die ihr über mich wissen sollt. Also als erstes würde ich natürlich sagen, aber ich glaube, das ist nichts Unbekanntes, dass ich ein Familienmensch bin. Mir ist meine Familie extrem wichtig, meine tägliche Motivation aufzustehen. Auch meine Motivation am Tag, wenn ich irgendwie mal schlecht gelaunt bin. Meine Familie ist immer für mich da und gibt mir positive Energie. Als nächstes würde ich sagen, was nicht so viele wissen, ich bin sehr kaffeeaffin. Ich mache meiner Frau und mir jeden Morgen einen Espresso. Arbeite auch ein bisschen an meiner Latteart. Also sie bekommt öfters mal ein Herz in ihren Cappuccino gemalt. Ja, ich glaube, ein typischer Berufswunsch, den ich damals hatte, wäre, wenn ich nicht Basketballer gewesen wäre, wäre, glaube ich, dass ich Polizist geworden wäre. Also ich finde den Beruf schon spannend, interessant. Deswegen glaube ich, wäre ich dann in die Richtung des Polizisten gegangen. Weil ich da auch, glaube ich, gut reinpassen würde. Ja, ansonsten noch ein anderer Punkt. Ich glaube, viele wissen nicht, dass ich jetzt schon in meine 17. Saison gehe, bei 580 BBL-Spielen stehe, 5 Spiele bevor ich Ricky Paulding einhole. Ist noch ein kleines Wrinkle nebenbei. Es wird spannend. Ansonsten, ja, ein ganz wichtiger Punkt natürlich war meine Familie, also mein Vater und meine Mutter, die mich geprägt haben. Über meinen Papa bin ich zum Basketballspielen gekommen. Eine ganz wichtige Person auch, was im Laufe meiner Karriere oder der mir geholfen hat, mich zu entwickeln, war Christian Bischoff, mein damaliger Jugendtrainer, der immer an mich geglaubt hatte. Auch öfters mal beim Head Coach von der Bundesligamannschaft damals ein gutes Wort für mich eingelegt hat, wo dann vielleicht andere gesagt haben, er soll nicht sich um mich kümmern, weil nicht das Talent in mir gesehen wird. Hat er mich immer gepusht und immer, ja, auch motiviert. Da habe ich ihm auch extrem viel zu verdanken und ich glaube, das wissen auch nicht so viele Leute, dass er da im Endeffekt ein bisschen oder viel dahinter steckte. Er ist jetzt kein Trainer mehr, er ist jetzt Motivationsspeaker in ganz Deutschland unterwegs und macht da jetzt seine Karriere. Und auf jeden Fall, die drei waren ein großer Teil in meiner Entwicklung.